Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich kann mein Glück kaum fassen. Endlich geht's für mich wieder nach Skandinavien. Die Fähre nach Schweden legt in einer Stunde ab. Hier in Rostock. Seid live mit dabei, wenn ich jetzt gleich auf die Fähre fahren werde. Drive to Lane 14 bis 17. In diesem Moment habe ich sehr, sehr lange gewartet. Hallo kleine Möwe. Na? Ganz entspannt latscht sie da entlang. Ich bin alles andere als entspannt. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich einfach endlich wieder nach Schweden. Gleich geht's rauf auf die Fähre. Da winkt er mich durch, als wär's nix. Als wäre es einfach nur sein Job, den er macht. Ich bin heute um 4 Uhr morgens losgefahren in Süddeutschland, einmal komplett durchgeheizt bis hoch hier in den Norden. Oh Mann, das war eine Tortur. Ich bin echt froh, dass ich es hinter mir habe. Aber jetzt kommt der angenehme Teil, einfach rüberschippern lassen. Oh Mann, ey, hoffentlich bin ich überhaupt auf der richtigen Fähre. Stell ich vor, auf einmal. Boah, das rumpelt. Stell ich vor, auf einmal. Komme ich ganz woanders raus. Das wäre aber auch ein geiles Abenteuer fürs Video. Um 20.30 Uhr heute Abend kommen wir an. Und was dann passieren wird, keine Ahnung. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Strategie, nichts. Alles wird improvisiert. Lasst euch überraschen, Mann. Boah, ich bin selber schon total gespannt. Wenn ich allein das hier sehe, den Hafen, die Anlagen und so weiter, da kommt das Gefühl wieder in mir auf. Das Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Alles klar. Gut. Okay. Geil. Hinter mir hat auch schon jemand eingeparkt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich bin eingepfercht. Deutschland. Die Überfahrt hat begonnen. Um mich rum nichts als das endlose weite Meer. Die Spinne da drüben webt einfach tiefenentspannt ihr Netz, als wäre gar nichts. Du bist gerade von Deutschland nach Schweden gefahren und machst hier einfach so weiter. Ja, aber so läuft es. Die lebt in ihrer eigenen kleinen Welt und kümmert sich nicht drum, ob sie jetzt irgendwo in Schweden oder in Deutschland ihr Netz auf einem Schiff webt. Unfassbar aber wahr, diese Räder werden gleich über schwedischen Boden rollen. Ich habe gerade übrigens wie ein Verrückter das Autodeck gesucht die ganze Zeit. Ich habe den Eingang einfach nicht gefunden. Zum Glück war ich nicht der Einzige. Ein paar andere waren da auch am Suchen. Das waren zufälligerweise ebenfalls Schwaben, was die Sache ein bisschen einfacher gemacht hat. Wunderbar, spiegelglattes Meer empfängt uns. Traumhaft. Wo fahren wir eigentlich hin? Die Frage stellt sich natürlich ganz einfach immer weiter Richtung Norden. Also ich sage es mal so, ihr müsst euch Schweden mal auf der Karte anschauen. Im Prinzip alles Natur, Seen, Wald, überall. Außer im tiefen Süden, wo wir jetzt gerade noch sind. An der unteren Küste zieht sich sozusagen ein Gürtel aus intensiv landwirtschaftlich genutzter Fläche entlang, der nur
aus ewigen weiten Feldern besteht. Und dieses Gebiet will ich so schnell wie möglich hinter mir lassen. Ihr seht es jetzt leider nicht und deswegen fahre ich jetzt einfach so schnell es geht Richtung Norden, sobald Wälder anfangen und so weiter, suche ich mir eine Stelle, wo wir es uns ordentlich bequem machen können und dann gehe ich erstmal pennen. So, Parkplatz hier mitten im Wald. Da penne ich jetzt. Bin müde wie ein Stein, gute Nacht. Morgen. Kennt ihr diese Videos über Carlife mit Kuscheldecke und Lichterkette und so weiter, wo das alles total gemütlich aussieht? Nicht bei mir. In der Verzweiflung habe ich einfach alles, was mir für die Matratze im Weg war, davor gestopft. Und ich war überzeugt davon, diesmal Ordnung bewahren zu können. Aber es herrscht schon wieder ziemliches Chaos. Jetzt schauen wir mal raus. Wow. Gerade für schwedische Verhältnisse handelt es sich hierbei um einen ganz besonderen Wald. Warum, werde ich euch gleich zeigen, wenn wir da mal rausgehen. Wir schauen uns gleich mal um. So, hier jetzt ein kleines Chlorhäuschen, wie häufig in der Natur von Skandinavien. Sogar ein psychedelisches Chlorhäuschen. Eine Mülltonne, sehr gut, da kann ich nachher noch ein bisschen Müll reintun. Und ja, was ich so besonders an diesen Wäldern jetzt hier gerade finde, es handelt sich um große Buchen- und Eichenwälder. Und gerade in Skandinavien ist die Natur ja eigentlich eher so ein bisschen karger. Kiefern, Birken, Flechten und so weiter. Aber hier, ganz unten im Süden von Schweden, da gibt es eben noch diese großen Laubwälder. Richtig schön, Eichen, Buchen. Im Prinzip eher wie so ein deutscher Wald, weil das Klima hier einfach noch milder ist. Und es freut mich, dass wir jetzt durch diese Übernachtung hier auch noch so einen Wald zu Gesicht bekommen. Die werden schon sehr bald weichen. Die Pflanze hier kenne ich auch aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die hat einen hohlen Stängel. Aber die wächst hier auch. So Kastanienbäume haben sie hier. Ja, Schweden. Ganz im Süden sieht es. Wow! Und was für ein Kastanienbaum. Ultra fett. Sehe ich das an. Wie so ein alter Druidenhainbaum. Fantastisch. Ich glaube, ich habe noch nie eine fettere Kastanie gesehen als die hier. Sieht echt altehrwürdig aus. Wow. Ich laufe hier auch gerade barfuß rum. Sehr, sehr angenehm, gerade jetzt hier im Regen. Die Temperaturen sind auch gerade noch sehr warm. Mein Schlaf heute Nacht war nicht allzu lang, aber dafür habe ich tief geschlafen, ungefähr bis 5.30 Uhr. Dann bin ich von dem lauten Regen auf meinem Autodach aufgewacht und mein erster Gedanke war, geil, ich bin in Schweden. So, das hatte ich im Traum ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann auf einmal wache ich auf und bin in Schweden im Wald. Kann es kaum glauben. Mein Körper hat auf jeden Fall Schlaf gebraucht. Überlegt mal. Letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Dann 9 Stunden einmal quer durch komplett Deutschland gefahren. Dann über die Ostsee geschippert und dann nochmal über 1,5 Stunden durch Schweden rumgefahren. Also ich habe echt gespürt, jetzt muss irgendwann Schluss sein. So, kurzen Morgenspaziergang hingelegt, aber jetzt fahre ich auch schon direkt weiter, weil hier im Süden soll es die ganze Zeit regnen und darum will ich so schnell wie möglich weiter Richtung Norden fahren. Ja, ich habe eigentlich ein bisschen überdramatisiert heute Morgen. Für mich ist es eigentlich gar kein Chaos, weil ich weiß, wo sich was befindet. Ja? Und den Zustand habe ich jetzt eigentlich direkt schon wieder hergestellt. Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem ganzen Aufbau etc. Kurzer Blick hinter die Kulissen. Die Kameraakkus sind am Laden. Und die Fahrt geht direkt weiter. Ohne Umschweife. Ich habe jetzt einfach mal irgendeinen Ort weiter im Norden ausgesucht. Und alles andere wird sich auf dem Weg dahin ergeben. In dem Sinne,
die Straße hier ist auch nicht geteert, das gibt es häufig in Schweden. Hier geht es auch direkt an den Ufern von dem See entlang. Da habe ich gestern Abend schon die ganzen Leute, die dort auch campen, gesehen. Warte mal, ich halte mal kurz an und wasche meine Füße, damit ich meine Schuhe wieder anziehen kann. Sehr schön. Boah, lauter kleine Fische dort. Okay, der erste schwedische See, den wir auf dieser Reise berühren. Oh, hier geht's richtig ab. Ramba Zamba. Motorradfahrer auch. Okay, also dieser See hier ist alles andere als ruhig und abgeschieden. Hier in Südschweden kommt sowieso jeder zweite Möchtegern Abenteurer Europas, so wie ich auch. An jeden Tag kommen neue Fähren mit haufenweise Leuten, die dann in die Wildnis strömen. Und hier im Süden ist natürlich die Konzentration besonders hoch. Ein Grund mehr, schnurstracks weiterzufahren Richtung Norden. Jetzt fängt so langsam die Landschaft an, wegen der ich hierher gekommen bin. Überall diese Felsen, die Kiefern und so weiter. Oh, ich freue mich schon so auf die nördlichen Gefilde, Lappland etc. Wartet ab. So, ich bin jetzt auf direktem Weg zu einem Gebiet oder zu einem Berg, der heißt Hunneberg. Ich parke jetzt auf jeden Fall mal, weil es reicht so einfach mal mit Autofahren. Oh, und jetzt schauen wir uns erstmal den See da hinten an. Okay, hier gibt es auch schöne Fahrradstrecken. Klappfahrrad habe ich ja mit dabei. Das liebe ich auch an Skandinavien. Überall Feuerstellen, überall Schutzhütten und so weiter. Oh, hier nochmal eine besonders schöne Aussicht auf den See raus. Wow, Seerosen und so weiter. Da oben habe ich gerade den Specht gesehen. Da seht ihr den, wie er sich umschaut. Plumps, hüpft einfach auf den Ast. Ja. Das finde ich halt einfach das Geniale an dem Camcorder. Ich sehe da hinten irgendwas, ich zoome ran und ihr seht's. Ihr habt alle Perspektiven am Start. Und genauso habe ich mir das vorgestellt. Da hüpft eine Kröte. Wie gut die sich tarnt. Unglaublich. Schau mal, würdet ihr jetzt hier in dieser Szene, würdet ihr jetzt sehen, dass da eine Kröte hockt? Wenn ihr es nicht vorher gewusst hättet. Wenn ich die Matratze zusammengefaltet habe, dann habe ich quasi hier die Asslehne und dadurch einen kleinen Sessel. Sehr schön. In diesem Sessel werde ich jetzt noch Lachsforelle hier genießen. Und den Abend ausklingen lassen. Der heutige Tag war natürlich sehr viel Fahrerei, aber so ist es halt. Schweden ist ein riesiges Land und ich will erstmal so diesen tiefen Süden hinter mir lassen. Und dann wird es von Tag zu Tag entspannter und von Tag zu Tag werden dann mehr Wildniserkundungen kommen. Und ja, ich bin trotzdem total im Eimer und freue mich jetzt schon auf eine ruhige Nacht hoffentlich. Oha, da hinten vom See kamen gerade schon richtig merkwürdige Vogelschreie von irgendwelchen seltenen Arten. Das Seeufer werden wir direkt morgen früh in der Dämmerung mal ausspionieren, würde ich sagen. Aber jetzt beende ich diesen Tag. Übrigens hier mit Fahrrad nebendran und so. Ich finde das so geil. Ich habe quasi ein ganzes Zuhause dabei. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Bin trotzdem 100% mobil. In dem Sinne, ich freue mich total. Bis morgen früh, gute Nacht. Morgen ab an den See. Schaut euch mal die Pilze hier an. Knallorangene Pilze, die dort aus der verwunderten Birke rauswachsen. Sehr schön. Oha, hier direkt ziemlich sumpfiges Gebiet. Wie so ein richtiger Schwamm der Boden.
Ich laufe jetzt gerade noch mal ein bisschen eine andere Strecke als gestern Abend und finde dabei noch mehr Feuerstellen. Ich bin jetzt schon an drei weiteren vorbeigelaufen, die wir gestern auch noch nicht gesehen haben. Und das muss man einfach verstehen an Skandinavien. Draußen Feuer machen und so weiter, das gehört hier einfach aktiv zur Kultur dazu und wird an allen Ecken und Enden sogar gefördert, indem es einfach massiv viele Feuerstellen und Schutzhütten überall in der Natur gibt. Und deswegen fühle ich mich mir einfach total wohl. Wunderschöne Länder. Da hinten sind Enten am Fliegen. Boah, schön. Da sind schon die Nächsten am sich erheben. Für die Dämmerung waren wir jetzt natürlich ein bisschen zu spät dran, aber macht ja nichts. Trotzdem schöner Morgen. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Auto. Und dann werde ich hier die umliegende Gegend erstmal ein bisschen mit dem Fahrrad erkunden. So, meine Wasserflaschen sind jetzt alle leer, aber zum Glück habe ich ja noch diesen 15 Liter Wasserkanister. Der wird wahrscheinlich auch noch mal einige Tage reichen. Und da fülle ich mir jetzt erstmal noch eine Flasche ab. 1,5 Liter hat diese Flasche, das heißt, 10 Mal kann ich hier eine Flasche auffüllen. Alles klar. Das ganze Plastikzeug und so weiter ist natürlich alles nicht optimal hier. Plastikflaschen, Plastikkanister und so weiter. Aber naja, jetzt hier ein Glaskanister, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Jetzt ist es halt so, es ist wie es ist. Und ja, so schaut es aus. Herrlich. Das allererste Mal, dass ich in Schweden Fahrrad fahre. Also jetzt nicht nur auf dem Urlaub, sondern generell in meinem Leben. Glaube ich. Aber ich glaube, die Aussage stimmt. Überall diese schönen Schwedenhäuser. Das kommt ja ursprünglich daher, dass die früher keine Ziegel zum Bauen hatten, aber den roten Look trotzdem haben wollten. Haben sie es rot angemalt. Biegen wir mal hier ab. Schranke. Aber ich bin ja kein Auto. Aha. Zack. Ich schau mal, vielleicht ist es auch irgendwie ein Rundweg, der dann wieder zu dem Parkplatz zurückführt, wo mein Auto steht. Dann müsste ich gar nicht umdrehen. Kurvenreiche Strecke durch schönen einsamen Wald. Was will man mehr? Oha. Hier wohnt sogar jemand. Okay. Dieser Weg endet in Privatgelände. In dem Fall drehe ich doch mal wieder um. Aber das liebe ich halt auch an Skandinavien. Es gibt so viele Häuser einfach mitten in der Wildnis, die auch nur einen Bruchteil von dem kosten, was Häuser in Deutschland kosten. Unzählige Leute wandern ja nach Schweden aus, um sich dort ihren Traum vom autarken Leben zu realisieren. Aber das heißt autark, es muss nicht hundertprozentig autark sein, aber einfach mehr in der Wildnis. Wieder frech unten durchschlüpfen. So, jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Momentan gerade nur sehr leicht. Schauen wir mal, ob ich es noch schaffe, zurück zum Auto zu kommen, bevor es richtig stark regnet. Und danach werde ich dann auch weiterfahren, weil ja, es gibt noch sehr viel Strecke zurückzulegen. Das Abenteuer des hohen Nordens wartet. So langsam wird es auch voll hier. Zeit abzuhauen. Momentan befinde ich mich kurz unterhalb von dem linken großen See auf der Karte hier und mein Plan sieht jetzt quasi vor, dass ich da links an dem See dran vorbeifahre und da sollen dann ja so ziemlich im Westen von Schweden schon und da
soll es auch ziemlich coole Gebiete geben mit unzähligen vielen kleinen und großen Seen. Ich freue mich drauf. Da fahren wir jetzt direkt mal hin. Ich habe richtig Bock.